Und damit herzlich willkommen zurück zu Burnout Paradise. Und hoffentlich einem schönen letzten Takedown. Bitte? Bitte gib mir einen. Bitte? Ich habe ein paar Mal bitte gesagt, jetzt gib mir auch einen, ja? Also nicht mir, sondern... Ja, okay, dann geben Sie mir einen. Gutes Spiel. Schlimm ist, wenn du so schnell bist, kommen halt auch stundenlang einfach keine Autos. Das ist wirklich zum Kotzen. Und die zerstören sich halt ganz oft selbst an irgendwelchen Wracks. Guck, alle kaputt. Die ich jetzt hätte kriegen können. Weg, so, Feierabend. Klar, jetzt krieg ich noch mehr. Ich möchte gerne den Gegenverkehr, bitte. Danke. Ja, mach bitte alles ein bisschen schneller. Meine Fresse, ey. Hat eine ganze Weile gedauert. Ich habe das, glaube ich, 3 oder 4 Mal angefangen und verkackt. Das hat so minus 80 Spaß gemacht, natürlich. Ich fahre mit deutlich höherer Geschwindigkeit einen Wrack. Gehe nicht kaputt, weil ich gerade noch Respawn-Schutz habe. Ich fahre so mit 3 in ein entgegenkommendes Auto. Kaputt. 4 Siege für mir noch. Gut. Alle Dinge jetzt abgeschlossen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Da ist der nächste Schrottplatz. Also links und dann... Ah, Road Rages, genau. Gut, dass es mir nicht mal den nächsten Schrottplatz anzeigt, obwohl er hier direkt um die Ecke ist. Nettes Spiel. Jetzt zeigt es mir eine Ehre. Meine Fresse, ey. Das hat echt wenig Spaß gemacht, obwohl ich vorher schon mal das gleiche gemacht habe und da ging es relativ gut. Mir fehlt immer noch ein Rennen. Das habe ich mir noch nicht rausgesucht, wo es ist. Wir machen ja aber noch ein paar mit Motorrädern und so, von daher ist ja noch lange nicht Feierabend. Also noch lange nicht, ich denke es sind halt noch so 10 Parts oder so, befürchte ich. Ich hoffe es ist zugegebenermaßen nicht auf 40 oder so, weil langsam reicht es auch. Und mit langsam meine ich es reicht schon lange, kein Bock mehr. Ich habe allerdings noch nicht endgültig entschieden, was nach Need for Speed kommt. Wahrscheinlich ein Angelsimulator. Mehr sage ich jetzt mal noch nicht. Guten Tag. So, wir haben ja neue Fahrzeuge freigeschaltet. Und zwar unter anderem den hier. Der Überschall 8. Und dann haben wir noch den, das sind 2. Und ich bin mir nicht sicher, was uns noch fehlt. Junge, bist du laut, ey. Gut, wahrscheinlich fehlt uns auch eine andere Sportwagen. Schätze ich mal. Ist hier aber auch erstmal irrelevant. Wir holen uns jetzt erstmal das erste Rennen. Mit einem der schnellsten Autos können wir es sogar schaffen, hier nochmal einen Rekord zu setzen. Glaube ich zwar irgendwie nicht dran, weil der schon echt gut war. Ja, habe ich irgendwie erwartet, dass es nichts wird. Denn der Rekord war schon echt gut. Ich weiß gar nicht, mit was ich den gesetzt habe. Ich habe gerade auf die Karte geguckt, weil ich sehen wollte, wo der Bums ist. Wo ist der Scheiße eigentlich? Ich sehe nicht. Hallo, ich blind? Da, nee. Es ist irgendwo da unten. Also ich hab's auf der Karte, aber ich seh's nicht. Da! Meine Fresse, Alter. Was soll ich tun? Das Heck von dem Auto ist übrigens nur maximal buggy. Gutes Spiel. Ich hätte nicht oben unten langfahren dürfen, ne? Okay, alles von dem Spiel ist maximal buggy. Gutes Spiel. So, jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal da. Holen müssen wir. Das ist ganz schön weit. In der Minute 30, Junge? Auf keinen Fall. Ich sag, das wird mehrfach schief gehen. Das werde ich mehrfach versuchen müssen. Also ich muss im Gegenverkehr fahren, sonst kriege ich keinen Boost.
Was natürlich extrem meine Crash-Gefahr erhöht. Weiß ich nicht, Bruder. Das hätte ich ja theoretisch auch alles mit Nitro nehmen müssen. Ich glaube, da vorne muss ich gleich links. Deshalb booste ich jetzt mal nicht. Ich wäre hier links gefahren, bin ich ehrlich. Das war alles ziemlich knaus. So, und jetzt muss ich hier eigentlich komplett durchboosten, wenn ich das richtig sehe. Wir haben gar keine Zeit. Nächster Boost dürfte gesichert sein eigentlich. Ich berühre den halt wirklich kaum, ne? Na, scheiß Spiel. Ja komm, mach. Schaffe ich jetzt schon nicht mehr, glaube ich. Junge! Hm, 15 Sekunden, das wird echt eng. Okay, Alter, 2 Sekunden, Junge. Oh, anderthalb sogar nur, ey. Lecko von die 3 Siege. Ja, ja, und ein tolles neues Auto, komm, erzähl. Gott, Alter, Clearview gehört jetzt dir. Danke. Clearview, weil keine Front, oder was? Oder soll da angeblich ein Plexiglas-Front aus sein? Mensch. Alter. Das macht halt so minus 10 Sinn. Sieht so dumm aus. Egal. Wir fahren hier vorne jetzt mal gleich zum Schrottplatz und zwar nicht zu dem, der jetzt angezeigt wird, weil der actually weiter weg ist als der, zu dem ich hin will. Würde ich behaupten zumindest. Komm, gib Nitro. Ah, der fährt ziemlich gut, muss ich sagen. Bis auf halt, dass du den schief anguckst und er im Arsch ist. Aber ja, der fällt echt gut Kurven, muss ich sagen. Guten Tag. Jetzt wollen wir mal Formel 1 Flitzerchen fahren, wa? Ja komm, mach bitte heute noch. Ja, okay. Du kannst sehen, wo der Boost herkommt. Nur, dass so ein Auto halt nicht vorne den Motor hat, sondern hinten. Oder haben die Oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich dachte, die hätten hinten. Kann mich aber täuschen. Ja, gib her. Ich glaube, der hat noch weniger Stabilität. Hört sich auf jeden Fall geil an. Junge, lenkt das Ding gut ein, ey. Für den haben wir das Ding zwar nicht gefunden. Die Burning Root, okay. Ich dachte, das wäre der hier. Aber nein, das ist der 25V16. Okay, da muss ich mal ganz kurz nachschauen, wo der Bums ist. Bis gleich. Weil ich dumm bin, habe ich natürlich versehentlich die Aufnahme beendet. Meine Fresse, ey. Jetzt, ich habe kurz nachgeguckt, wo es ist. Das ist zum Glück am Arsch der Heide. Ich gucke da mal kurz hin. Also ist jetzt nicht so weit, so krass weit weg von hier, aber ich finde es schon hart nervig. Also wenn du die Autos schon hast, sollten die Burning Roots in meinen Augen angezeigt werden. Auto fährt sich übrigens gruselig scheiße. Hat ganz schlimmes Einlenkverhalten. Der lenkt sehr, sehr, sehr direkt. Aber auch nicht so direkt, wie man es... Also, ne, er lenkt, wenn man langsam ist, echt schnell direkt. Was ja cool ist, aber je schneller man wird, desto schlechter lenkt er. Was 10 von 10 dumm ist, weil so ein Formel-1-Auto zeichnet sich ja wirklich dadurch aus, dass es hier schneller wird. Also je schneller es wird, desto besser lenkt es ja eigentlich. Wegen Downforce. So zumindest mein Kenntnisstand. Ja, ich bin jetzt auch nicht der Kenntnismann, aber... Ich habe auch nur so halbe Ahnung. Also ich habe exakt gar keine Ahnung eigentlich. So, es ist natürlich wieder auf der Autobahn. Übrigens eine Karte von dem Bums zu finden, fast unmöglich. Es gibt keine richtigen Karten von den... Ja, von denen hier. So, und ich meine, es ist da oben an der Intersection. Und ich fahre hier halt eigentlich nicht lang. Das Ding fühlt sich übrigens nicht schnell an. Nur extrem uncool, weil... Boah, Alter. Das war schon wieder echt, ne? Hier soll es sein.
Wahrscheinlich hier, ne? Alle Event-Locations in Paradise City gefunden. Schaffst du es auch, sie alle abzuschließen? Okay. Zum Wildcats Baseball Stadium. Scheinbar fehlen uns keins mehr. Gut. Die Zeit läuft. Ich hätte gesagt, wir haben noch eins. Wo müssen wir? Ach, da unten. Das ist wirklich easy eigentlich. Müssen wir nur Straße runterballern, ne? Ja, komm, lass mich ja los, bitte. Ich gebe übrigens einen dicken Fick auf Follower, nein, auf Boost. Und fahre mit der Karre komplett ohne Boost. Weil das ist eh egal. Der kriegt übrigens relativ viel für Banner-Crest gefühlt. Also von daher. Einfach ein Auto-Despawn, cool. So, dann wenn ich einfach eins vor die Schnauze setze, ist mir das ziemlich egal, Spiel. Ich muss gleich irgendwo raus. Ich glaube aber erst, wenn ich fast da bin. Meine Fresse, hat mich das Spiel da verarscht, Alter. Wollte ja irgendwie an 58 Stück schon raus und immer links. Junge, ich fahre nicht links. Also bin ich dann. Zwei Siege noch. Gut, eigentlich wäre der Part für heute zu Ende. Aber wir haben, glaube ich, erst irgendwie 11 Minuten oder so. Wow. Oh ja, ein Polizeiauto, natürlich. Schmackofazzo. Lecker Schmecker. Ich würde sagen, es reicht für den heutigen Part. Ich bin auch gar nicht. Also, lassen wir das einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.